Jo, Freunde, Telos hier und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part der Pokémon Gelb Hardcore Randomizer Nuzlocke Challenge. Heute, wir sind beim fünften Part, glaube ich, angekommen und ich habe beschlossen, einfach beide Pokémon, die wir im letzten Part gefangen haben, beide mit ins Team erstmal zu nehmen. Denn das Besondere an Arbok, Leute, ist, ich habe die TM Erdbeben und es könnte Erdbeben erlernen, aber ich muss mir das noch überlegen. Beziehungsweise könnt ihr es auch gerne in die Kommentare schreiben, denn man kann diese TM nur einmal einem Pokémon beibringen und dann ist sie weg. Und stellt euch mal vor, ich habe irgendein starkes Boden-Pokémon, was aber kein Erdbeben erlernen kann oder so. Deswegen bin ich noch am Überlegen, aber im Prinzip hat es einen hohen Angriff und es könnte eine sehr starke Bodenattacke lernen. Für die Feuer-Pokémon, für die Gesteins-Pokémon, wogegen ich noch nichts habe. Deswegen wäre es gar nicht so schlecht und Pipi... Ja, Pipi ist einfach da. Ich hab Bock auf Pipi, Leute. Let's go. Das werde ich auch jetzt erst zuerst trainieren. Denn den Mondschein haben wir noch nicht. Aber ich denke, den Mondschein werden wir noch finden. Und dann wird es ein starkes Pixie. Und Pixie kann sehr, sehr viele Attacken lernen. Wie Flammenwurf, glaube ich. Blizzard. Donnerblitz und, und. Deswegen ist es ganz geil eigentlich. Aber bis jetzt hat es, glaube ich, ja, Fund und Heuler. Glumanda ist es, ne? Ja, komm. Gehen wir mal in Maxwell. Obwohl, nee, ich könnte eigentlich in unsere, in Jules gehen, denn Jules hat ja in dem letzten Part eine neue Attacke erlernt. Und das ist Geowurf. Boah, hätte ich gerne Glurak beigebracht, Geowurf, weil Geowurf ist so dieser Standard-Move im Anime von Turtok. Blutzeug. Wieso bin ich jetzt, wieso bin ich hier drin geblieben? Ja, und verletze ich wieder selber. Oh. Ja, okay, weg. Ja, und jetzt haben wir unnötig viel KP verloren. Machen weiter. Ich bin gespannt, Leute. In diesem Part werden wir Misty besiegen und werden dann weitergehen, je nachdem, wie lange wir brauchen. Ihr wisst, ich darf gleich nur zwei Pokémon mitnehmen. Ich muss weise wählen. Ich bin noch nicht sicher, aber ich werde... Ich weiß nicht, was auf mich wartet in der Arena, aber ich darf halt, wie gesagt, ihr kennt meine Regeln, nur so viele Pokémon mitnehmen, wie der Arenaleiter selber hat. Und außerdem, habe ich es im letzten Part schon angesprochen, es gibt eine neue Frage, die ihr bitte beantworten sollt, das möchte ich wissen. Aber davor, lasst gerne einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und zwar, möchte ich eine Zusatzregel einbauen, und zwar möchte... Ach, Hypnose, Mann, was für Hypnose. Willst du mich verarschen? Ich speede das jetzt. Das ist mir zu blöd. Alter, wie lange schläfst du? Vier Runden? Fünf? Alter! Jules, was ist los mit dir? Wow! Was? Oh Mann! Was ist das für eine Kacke? Wir gehen in Not zu. Und zwar, pass auf, Leute, ich bin wieder aus dem Konzept gekommen. Ich möchte die Zusatzregel einbauen, dass... Boah, dieses Owei nervt mich jetzt schon. Dieses Owei fuckt mich richtig ab. Ich speede das jetzt. Ja. Und zwar, jetzt komme ich endlich zum Punkt. Ich möchte die Kampffolge auf... Nee, Kampfstil auf Folge machen und nicht auf Tausch. Also, dass ich jetzt, wo das Owei besiegt wird, kommt hier die, genau. Ruf Chillok und dann möchtest du wechseln. Und das wird dann ausgeschaltet. Dann würde ich quasi mit diesem Pokémon weiterkämpfen müssen. Ich kann es nicht auswechseln. Und ihr wisst, ich darf keine Tränke benutzen. Das heißt, es wird nochmal doppelt so schwer, diese Nuzlocke-Challenge. Ja, und deswegen habe ich mir überlegt, mache ich das? Also, will ich das machen? Je nachdem, was ihr in den Kommentaren schreibt. Deswegen schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Ja. Und jetzt geht's erstmal weiter. Ach, Leute, es fuckt mich schon. Dieses Owei... Ich hatte so einen guten Tag heute und jetzt irgendwie nervt mich dieses Owei schon. Ich weiß nicht. Owei macht mir schlechte Laune direkt am Tag. so. Weil wir müssen uns jetzt unnötig heilen. Aber wir haben ja fünf Tränke. Ach, der schläft ja noch, der Jules. Der pennt ja wieder. Ja, ich möchte aber, dass du aufwachst. Deswegen fange ich mal mit dem an. Ich habe keinen Aufwecker, ne? Jetzt passt auf. Jetzt kommt Mewtwo und es war ein Fehler, ihn schlafend in den Kampf zu schicken. Passt auf. Passt auf, passt auf, passt auf. Irgendwas Starkes kommt jetzt, 100%. Das ist typisch ich. Ein Pokémon heißt es stark Enteron. Ah, okay. Ist es stark? Eigentlich schon, ne? Enteron ist schon ein starkes Pokémon. Aber wir bleiben...
einmal drin und gucken, was er macht. Hutschlag. Wir müssen aufpassen, aber die Wasserattacken sind physisch, speziell. Okay, nee, wir wechseln aus. Nee, wenn jetzt eine Kratzfurie kommt, dann sind wir, glaube ich, verlieren wir, glaube ich, unser Pokémon. So, wir gehen in Nozo. Und jetzt kommt Kratzfurie, pass auf, Kratzer. Okay. Das hätte aber Pontimos sehr viel abgezogen, weil wir auch schon auf minus 2 waren. So, das kann ich speeden. Wie gesagt, so unnötige Sachen speede ich. Noch hat keiner was in den Kommentaren wegen Speeden gesagt. Wenn es jemand stört, schreibt es gerne. Und da oben wartet noch ein Pokéball auf uns, Leute. Auf uns wartet ein hoffentlich neue TM. Hoffentlich Flammenwurf oder Donnerblitz. Oder auch Blizzard nämlich auch. Ja, wir lassen Jules weiter vorne. Weil ich möchte nicht zurückrennen, weil es nervt mich. Ich könnte es ausschneiden, ich könnte es schneiden, zurückrennen, schneiden, aber es nervt mich. So, Smog. Nozo, was geht ab? Was geht? Da bleibe ich gerne drin. Ist ja jetzt die dritte Runde schon, wo wir schlafen. Tackle. Ich hoffe, es hat. Doch, es hat schon Schlammbad, ne? Ah, danke. Und wir one-hitten es. Und ich glaube, 23, 24, 25, 26 müsste es Lichtschild erlernen. Das ist geil. Dann hätten wir beide Schilder, Leute. So, was kommt rein? Flamara. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Sollen wir mal Geowurf ausprobieren? Wir probieren mal Geowurf aus. Zieht der, glaube ich, jetzt 22 KP ab, meine ich? Müsste 22 KP sein? Ja, sollten ungefähr 22 KP sein. Und jetzt sollte die Konfusion hoffentlich killen. Bitte? Weil jetzt eine physische... Oh mein Gott. Oh, ich dachte, jetzt kommt irgendeine physische starke Flammenblitzattacke, obwohl das wäre ja speziell. Und Flammenblitz gab es ja noch nicht in der ersten Gen. Ah, ich spiele so ein bisschen mit dem Feuer, Leute. Ich spiele ein bisschen, ein kleines bisschen mit dem Feuer. So, ich möchte jetzt endlich Lichtschild. Endlich. Ich habe extra nachgeschaut. Ich war mir nicht mehr sicher, welches Level das war. Und jetzt brauche ich noch Psychokinese. Und dann haben wir ein richtig starkes Panther. Das ist eigentlich unser stärkstes Pokémon im Endeffekt. Weil Barriere, Lichtschild. Und wenn es so ein Psychokinese hat, sollte es eigentlich das stärkste Pokémon von uns sein. Pantimos ist nicht ohne, Leute. Oh, was hast du denn für Überraschung? 4 Pokémon. Oh mein Gott. Nerv mich doch nicht mit 4 Mons. Fuck mich doch bitte nicht ab. Jules ist klasse. Okay, wir sind auch Level 23, aber Jules ist Ammonitas. Ja, bleiben wir drin. Sollte auch killen. Pipi. Killt nicht. Paras. Ja, das sollte killen. Ja. So, wir geben aber trotzdem Trank, weil ich bin wieder ein Schisser, Leute. Ihr kennt mich. Ich habe Angst. Zwei Tränke außerhalb von Kämpfen darf ich aber nutzen, aber nicht Tränke innerhalb von Kämpfen, ist klar. So, und ich möchte wissen, was das oben für ein TM ist. Sonst, da oben war ja Geowurf, ne? Funny, dass ich den letzten Part gefunden habe, weil da oben ja eigentlich Geowurf ist. Aber jetzt kann es nicht mehr Geowurf sein, weil ich glaube, TMs kommen nicht doppelt vor. Radikal. Oh, ich habe Angst vor so einem Hyazahn. Ich habe richtig Schiss, aber ich greife es trotzdem an. Sollte niemals killen, oder? Hyperzahn. Stellt euch mal vor, Hyperzahnquid, wir wären tot gewesen. Oh. Von nochmal zweimal Doppelquid? Leute. Wie schnell wir ein Level erreichen, ne? Ich will auch nicht zu hoch gelevelt sein, davon muss ich aufpassen. Das möchte ich auf gar keinen Fall. Und wie gesagt, vergesst nicht in die Kommentare zu schreiben, ob ich den Kampfstil auf Folge machen soll, weil eigentlich ist es besser und spannender für euch und für mich auch viel, viel mehr, wie sagt man, ja, interessanter und schwieriger für mich selber, ne? Nicht nur schöner oder cooler für euch zum Zugucken, sondern auch cooler für, oder, ja, egal, ich sag nichts mehr, ich halte die Klappe jetzt. So, Elite 4. So, Leute, ihr wisst, welche TM ich haben möchte? Es ist eine TM. Oh Gott, bitte. Aber ich glaube nicht, TM5 ist nichts Gutes, glaube ich. Wir hätten... Moment. Step Mega Kick wäre das. Das muss ich mir auch nochmal überlegen. Megakick ist, glaube ich, eine 120er Base-Attacke oder sowas, ne? Das muss ich mir... Ach, wir wollten doch Sugar trainieren. Warum machen wir das denn nicht? Naja, jetzt sind meine Pokémon angeschwächt.
Ich muss aufpassen, ich muss wirklich aufpassen, dass jetzt nichts Starkes kommt. Ein bisschen Angst habe ich schon. Hypno. Okay, 14. Warum sind die denn so schlecht hier, die Trainer? Ja, komm, Maxwell. War das Hypnose? Nee, war nicht Hypnose. Donnerschlag. Killst du bitte vielleicht? Magneto, du bist stark? Was? Das hat ja gar nichts gemacht. Oh oh. Pfund. 3 KP. Der kann Konfusion, ne? Jetzt habe ich Angst. Ah, warum schläfst du denn 100 Jahre? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. 7 KP, wenn es ein Crit ist, 14, ne? Das heißt, ich kann auf jeden Fall noch einmal drin bleiben. Es schläft schon wieder, Mann, was soll denn das? Also, Crit killt nicht. Ja, Crit Fund sowieso nicht, aber jetzt würde ein Crit Konfusion killen. Ja, Jules. Jules ist das Beste wegen. Der kann uns nichts. Der kann uns gar nichts. Außer wir verwirren jetzt und schlagen uns selbst, wie immer. Ja, Geowurf. 24 KP sollten killen. Das sollte nicht mehr als 24 KP haben jetzt auf dieser Range. Niemals. Was? Okay, nächstes Pokémon. Nidoran. Ja, da müssen wir drin bleiben. Das wird aber killen. Ja. So, den Witch Boy. Kleinen Schnürsel haben wir besiegt. Und jetzt die letzte Trainerin. Aber ich habe Angst. Ich glaube, die hat 4 oder 5 Pokémon. Ich meine, mich erinnern zu können. Jules. Ja. Ich denke mal, passt schon. So, Leute, welche zwei Pokémon nehmen wir mit? Also, ich glaube, das eine Pokémon weiß ich schon und das ist Jules. Bei dem anderen bin ich mir unsicher. Ich könnte natürlich wieder rausgehen und wieder reingehen, das ist klar. Wegen dem, es gibt ja erst Trainer. Aber ich glaube, ihr wisst, wie ich das meine. Ich weiß ja im Endeffekt nicht, welche Pokémon die haben. Es sind eine Randomizer, ne? Wisst ihr. So, Konfusion. Tod, Level 13, er lernt Gesang. Oh, starker Attack, habe ich gar nicht dran gedacht. Kadabra. Da bleiben wir drin. Da bleiben wir drin. Kadabra auch sehr, sehr cooles Pokémon. Geowurfs. Ja. Telefon. Glumanda. Ja. Sugar, komm. Let's go. 13, Level 13 gegen 13. Ah, hätte ich mal jetzt Megakick beigebracht. Er hätte den weggebupst. So. Ja, komm, Jules. Hauptsache ein paar Erfahrungspunkte für Pipi. So, gibt's hier was? Ach, da gibt's ein Item da unten, ne? Gleich, glaube ich. Oder kommen wir da einfach nur wieder zurück? So, was müssen wir hier machen? Ach ja, der geht in das Ding. Und dann muss ich den PC starten, ne? Und dann kommt der da raus als Mann. Hä? Aha. Okay. Aha, ja, Brutsticket, bla 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 bla, ja. Ja, okay, perfekt. So, ich glaube, hier unten gibt's noch ein Item, meine ich. Oder ist es irgendwo versteckt? Ich habe das Gefühl, hier gibt's wieder irgendwo ein verstecktes Item. Ich drück mal vorsichtshalber den A-Knopf. Irgendwie meine ich mich zu erinnern, dass hier... Ach, scheiß drauf. Na gut, wir heilen uns und dann geht's weiter Richtung... Ah, nee, Quatsch, ich wollte sagen Richtung MSN, aber wir müssen jetzt gegen Misty antreten, Leute. Wir müssen jetzt gegen Misty antreten, das heißt, wir müssen jetzt 3 Pokémon ablegen. Ja, Sugar ist klar. Jesse ist auch klar. Ja, und ich glaube, ich lege auch Maxwell ab. Ja, ich finde Jules und Not so, ja, auch wenn die ein Level höher sind oder 2, aber ich finde die beiden trotzdem stärker als... Magneto kann nur Donnerschock, mehr kann es nicht. Ultraschall, wow. Die 20 KP ist Geowurf viel, viel effektiver. So, Leute. Wir gehen jetzt mit 2 Mons in den Arena-Kampf. Ich bin gespannt. Das ist diese Regel, ich glaube, die hat... Hat die irgendein anderer YouTuber? Seid mal ehrlich, ich glaube nicht. Ich habe das noch nie gesehen. Ich habe das noch nie sowas gesehen. Darauf erstmal einen Schluck Fuse-Tee. Bestes Getränk. Nach Wasser natürlich. Okay, relax, Level 16. Okay, Misty hat, glaube ich, Level 23 oder so. Ich glaube, Misty ist auf dem Level wie wir mit ihrem Starmie. Also, je nachdem, was ein Pokémon ist.
Ja, wir gehen erstmal auf Geowurf. Sollten 24 KP. Galax hat sehr viel KP. Ich glaube, das tutet nicht. Ja, scheiße. Kopf. Oh mein Gott. Step Kopfnuss. Jetzt Barriere. Boah, ich hab ich struggle schon bei einem Relax. Stellt euch mal vor, Misty Level 23 Starmie, 7 Level höher und dann auch ein Relax. So. Stellt euch das mal vor, Leute. Ich bin am Arsch. Also jetzt ein Crit killt nicht. Deswegen gehe ich noch einmal auf Konfusion. Das macht mehr. Das macht mehr. Ja, es wurde. Ich wusste es! Ja, super. Ey, das gibt es doch nicht. Porygon, ja, das muss jetzt Nozo machen. Das sollte Nozo machen. Wann erlernt eigentlich Smogmog meine nächste Attacke? Obwohl, wir haben ja Explosion. Aber ich nehme den Part gerade auf, bevor der letzte Part online kam. Deswegen weiß ich nicht, wie ihr in den Kommentaren geschrieben habt. So. Aber ich werde es wahrscheinlich erlernen. Auch wenn es jetzt keiner zugeschrieben hat oder so. Aber ich werde es... Also, es ist halt so ein Plan B mit Explosion. Das Einzige, es können so wenig Pokémon Explosion. Und ich finde das einfach wichtig, falls irgendwas ist, Smogmog leider opfern zu müssen, dass wir überhaupt diesen Nuzlocke weiterspielen können. Also nur für den Fall der Fälle. Naja, aber dann kann Smogmog nur noch 3 Attacken lernen. So, das, dann sind wir auf Explosion gebunden. Ach, was mache ich denn hier? So, zurück zur Arena, Leute. Weiter geht's. Weiter geht's. So, die nächste Trainerin vor Misty. Ich bleibe in Pantimos drin. Und sie hat, glaube ich, einen Pokémon. Das war Goldini, ne? In der... Im Originalspiel. Oder... Level 19 schon. Level 19. Aber wir sollten dieses Pokémon da one-hitten, oder? Jules hat Power, Leute. Jules hat Power. Ja! Deswegen Psychokinese eigentlich das wichtigste Item momentan, weil Jules... Jules ist krass. Jules ist richtig krass. Ich guck mal ganz kurz. Und fürs Thumbnail, Moment, muss ich kurz rausgehen, weil ich möchte neben der Arenaleiterin stehen, weil die weg da soll. Also nur fürs Thumbnail, nicht wundern. Ich wollte gerade... Jules, ich bleibe auch mit Jules vorne. 62, das heißt Spezialangriff 62, ne? Oder ist es Spezialverteidigung? Ich meine, Spezialangriff ist 62. Und Smogmog? Smogmog sollte auch einen hohen Spezialangriff haben. 55 anscheinend, okay. Okay, Leute, let's go. Die zweite Arena-Leiterin nach 5 Parts. Ich bin gespannt. 2 Pokémon, 2 gegen 2. Keine Tränke. Was wird sie haben? Keine Tränke. Bitte nichts. Krasses. Bitte. Jugong. Wow. Level 18, das war ihr Stern, du. Nicht schlecht, sie bleibt also bei Wasser. Das Spiel möchte, dass sie Wasser behält. Okay, dann gehen wir hier auf jeden Fall auf ein Lichtschild. Auf jeden Fall. 5 Runden. Ach, na. Okay, machen wir eine Barriere hinterher. Gar kein Problem, aber das Problem ist, wenn sie quittelt, was in der ersten Gen ja X ab... Was? Ich wusste gar nicht, dass die Tränke und sowas Items einsetzen in Kämpfen. Okay. Und wir tuten leider nicht. Aurora-Strahl. Deswegen das Lichtschild. Aber es kann einfrieren, ne? Davon müssen wir aufpassen. So, schauen wir mal, wie viel Geowurf macht. Konfusion hätte eh nicht gekillt, aber vielleicht killt ein Geowurf. Aber Jugong hat auch einen Mon mit sehr viel KP. Ja. Bitte kein Freeze. Dankeschön. Und das war's mit dem ersten Mon, Leute. Goldini. Okay. Okay, wir sind nochmal mit dem Schrecken davon gekommen. Er hätte auch was Krasses sein können. Das ist halt 21, okay. Das ist halt die Nuzlocke, ne? Wir sind mit dem Schrecken nochmal davon gekommen. Deswegen stelle ich auch für den nächsten Part auf jeden Fall den Kampfstil auf Folge. Damit es noch schwieriger wird, wenn ich es nicht vergesse. So, wir besiegen Misty, die sich tarnt als Sonja. Ich kenne eine Sonja, aber reden wir nicht drüber. TM11. Ah, was gibt die? Oh, warte mal. Aqualwelle, oder? Nee, Aqualwelle gibt's noch gar nicht, oder?
Blubstrahl. Ach nee, nee, kann eh keiner. Auch Pipi nicht, oder? Kann Pipi Blubstrahl? Aber Blubstrahl ist nicht schlecht, bis wir Surfer haben. Warum nicht? Warum nicht, Leute? Ja, Happy. Wir lassen Jesse mal auf der Box und Maxwell. Wir lassen Jesse mal auf der... Ach, Quatsch! Ah, ich habe unser totes Medbo mitgenommen. Ich dachte, das wäre Pipi. Ich möchte in diesem Part, wenn es klappt, eigentlich noch einen Encounter. Eigentlich müsste es klappen, dass wir noch einen Encounter fangen. So. Tun wir Sugar nach vorne. Und dann trainieren wir es. Und ich hoffe, ich bete. Also, es bringt ja nichts zu trainieren, wenn wir hier keinen Mondstein finden. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir einen Mondstein finden. Aber wer weiß, wer weiß. So. Der Trainer war auch stark. Der hatte ein... Was hatte der im normalen Spiel? Sander, ne? Level 20 oder sowas. Oder nee, der hatte ein Traumato. Oder hatte der beide? Ich weiß nicht. Irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Ja, der hatte, glaube ich, beides, ne? Oh. Jules. Was geht ab? Was geht ab? Ja, gehen wir mal wieder in Magneton. Boah, verwirrt. Magneton trifft sich eh jedes Mal selber. Passt auf jetzt. Ich habe nichts gesagt. Ich habe gar nichts gesagt. Aber jetzt. Ja, was habe ich gesagt? Ich habe doch was gesagt. Barriere. Bitte, bitte. Ja. Ich möchte auf jeden Fall heute noch ein neues Teammitglied fangen, Leute. Das ist safe. Wir fangen heute ein neues Teammitglied. Unten ist er jetzt, Gras. Und das sollte eine neue Route sein. Zubat. Ja, da gehen wir wieder in Sugar zurück. Und gehen in Nutzo. Und besiegen das Zubat. Oh, wir kriegen Schaufler, ne? Oh, Leute, das hätten wir Arbok beibringen können, anstatt Dings. Ah, soll ich Arbok doch von der Box wiederholen? Schaufler. Dann hätten wir wenigstens eine Bonattacke, falls irgendein starkes Gestein oder Feuermon kommt, wisst ihr? Wer weiß, was kommt. Ich glaube, ich hole Arbok im nächsten Part wieder rein. Aber jetzt werden wir erstmal einen neuen Encounter fangen, Leute. Und eigentlich müsste es hier eine neue Route sein, oder? Schauen wir mal. Wir sind in Azuria City, das heißt... Wir waren hier. Ja. Wir sind in Azuria City. Das heißt, hier können wir einen neuen Encounter fangen. Und ich bin gespannt, wer es ist. Und deswegen gehen wir jetzt auch mit Jules nach vorne wegen Geowurf. Komm mal, Leute. Gib mir doch jetzt einfach mal was Cooles. Gib mir was Cooles, was sich lohnt zu trainieren. Come on. Ja. Endlich. Endlich! Endlich wird Marcel ein Mon. Ich hoffe, du freust dich auch über Tauboga, weil es ja bald ein Tauboss sein könnte. Wenn ich einen Scheiße baue. Denn, also darüber freue ich mich auf jeden Fall. Jetzt habe ich Angst, Geowurf zu drücken. Jetzt habe ich Angst, Geowurf. Ich drücke lieber Ultraschall. 20 KP. Ich drücke lieber Ultraschall. 20 KP sollte es auf jeden Fall haben. Ruckzuck gibt es auch gut. Prio-Attack ist immer wichtig. Oder, ja, ich drück Tackle, ich hab Angst. Ich hab Angst. Quit. Windstoß und Ruckzuck gibt's. Oh, ich muss aufpassen, ich muss aufpassen. Wir gehen noch einmal auf Tackle. Ein Quit hätte jetzt mein Magneton gekillt, ne? Ich bin so blöd manchmal. Und jetzt werden wir dieses Tauboga fangen und endlich wird Marcel ein Mon. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich dich nennen soll. Nach deinem YouTube-Namen oder nach deinem, Dings, YouTube, normalen Namen. So, was wollen wir machen? Genau, Pokéball werfen. Ja. Tauboss ist cool. Ich liebe Tauboss. Tauboss ist cool und wir brauchen sowieso einen Flug-Pokémon, weil wir Zubat ja im letzten Part besiegt haben. Und auch Glurak uns verstorben ist, Sichlor uns verstorben ist, Smedbo uns verstorben ist. Ja, Leute, am Anfang war die Nuzlocke ultra schwierig. Jetzt mittlerweile, jetzt im nächsten Part wieder, weil ich die Kampfstil ändere und wer weiß, was uns noch erwarten wird. Und ich glaube, Major Bob, Leute, das wird auch sehr, sehr schwierig. Major Bob hat, glaube ich,
in der gelben Generation, muss ich nochmal nachschauen, ein Mon, und zwar Raichu, also das wird ja dann randomized. Und das heißt, dass ich ein Mon nur in die Arena mitnehmen darf. Oh mein Gott. Dann glaube ich, versuche ich nicht die Trainer zu machen, weil das ist unmöglich. So, wir nennen es... Ja komm, wir nennen es nach seinem YouTube-Namen. Ich muss das aber nochmal googeln, der ist so schwierig. Ich glaube, wenn ich ihn jetzt Marcel nenne, schreibt er mir danach erstmal auf WhatsApp und dann kriege ich erstmal einen drüber. So, Ryujin. R-Y-U-J-I. Alles klar, wer denkt sich so einen Namen aus? Ich weiß, dass irgendeine Gottheit, glaube ich, ist cool, aber der Name ist trotzdem bisschen kompliziert. Wieso eigentlich 587, Marcel? Erklär mir das mal bitte. Habe ich es richtig geschrieben? Ja, ne? So, perfekt. Ryujin, willkommen im Team. Ich hoffe, du freust dich über Toboga und du wirst bald... Ich werde besonders auf dich aufpassen. Ich werde auf jedes Pokémon aufpassen, aber besonders auf Toboga. Weil Toboga ist sowieso cool. Und jetzt, glaube ich, brauchen wir Pipi auch nicht mehr zu trainieren. Ne? So, ich würde sagen, weil wir Normaltypen jetzt haben. Ich würde sagen, Leute, das war's mit dem Part. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare. Kampfstil auf Folge und irgendwas habe ich, glaube ich, noch gefragt wegen Abok. Schreibt es mir auch in die Kommentare. Ich bin noch raus. Haut rein. Bis dann. Wir sehen uns im nächsten Part und ciao.